Wünsche werden wahr. Die Bescherung vom Wunschweihnachtsbaum. Seit Ende November stand der Wunschweihnachtsbaum in den Rathauspassagen. Viele Wünsche fanden hier Platz und schon nach wenigen Stunden war der Baum leer und jeder Wunsch verteilt. Innerhalb von 3 Wochen wurde alles in die Wege geleitet, dass die Kinder eine besondere Bescherung bekommen konnten. Denn diesen Donnerstag machte der Weihnachtsmann in der Domstadt Halt und verteilte die ersten Geschenke dieses Jahr, die im Zuge des Wunschweihnachtsbaums zusammengekommen sind. Das sorgt natürlich für glückliche Kinder und das wiederum für einen glücklichen Weihnachtsmann. Und auch der Oberbürgermeister Daniel Zerrata freut sich über die rege Beteiligung der Halberstädter am Wunschweihnachtsbaumprojekt. Ja, der Weihnachtsmann hat mir erzählt, du hast dir was ganz Besonderes gewünscht. Was denn? Eine Orca-Mama und ein Orca-Baby. Du hast beides bekommen? Ja, zum Glück. Hast du dich darüber sehr gefreut? Ja. Warum wünscht man sich denn Orcas? Ich liebe Unterwassertiere und auch Orcas, Delfine, Schildkröten halt. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß damit. Danke. Kimberly, was hast du dir denn gewünscht? Ein Wanderrucksack und eine Trinkflasche. Und hast du beides bekommen? Ja. Was möchtest du denn damit erwandern? Ich möchte damit bei Schultagen einen Wandertag machen. Artige Kinder kriegen Geschenke, böse Kinder bekommen nichts. Und dadurch, dass wir nur Geschenke vergeben haben heute, waren alle Kinder artig. Wie waren denn so die Augen der Kinder? Wie haben die denn gestrahlt? Da freue ich mich das ganze Jahr drauf, auf das Leuchten der Kinderaugen. Da spielt das egal welche Rolle, wo das Kind herkommt. Die leuchtenden Kinderaugen sind Entschädigung für das ganze Jahr Arbeit. Ich glaube, die Kinder, die heute hier waren, waren unheimlich glücklich. Wir haben ganz, ganz viele leuchtende Kinderaugen gesehen und genau darum geht es auch. Die Wünsche waren so, dass man sie ohne weiteres, glaube ich, auch erfüllen konnte. Also sehr, sehr bescheidene Sachen auch und es haben sich alle Wichtel sozusagen viel Mühe gegeben. Die Geschenke waren liebevoll eingepackt und die Kinder haben es uns mit einem großen Lachen gedankt. Auch in diesem Jahr war der Wunschweihnachtsbaum ein Erfolg und konnte den Kindern schon jetzt die Weihnachtsfreude bereiten und einen Wunsch erfüllen, den sie für dieses Jahr hatten.